Moin zusammen, herzlich willkommen zu Ran an den Herd, Küchengeheimnisse aus der Rindermarkthalle St. Pauli. Jetzt stehe ich hier mit Reza von LogoChicks. Reza, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ebenfalls, hallo. Ja. Hallo. Du hast ein paar Sachen mitgebracht, sie wunderschön dekoriert. Erzähl doch mal, was machen wir heute? Ja, gerne. Also wir werden heute für euch ein Kickockhändchen machen im Grill. Mit unserer Marinade, der speziell für dieses Hähnchen gemacht ist. Und dann haben wir Zitronensaft hier, Olivenöl, Senf, Ingwer, Knoblauch. Perfekt. Und hier noch haben wir geriebene Zitronenhaut von Bio-Zitrone. Und dann machen wir auch noch wie einen Kohlsalat. Richtig. Da haben wir Pfeffer, Salz, Mayonnaise, Karotten geriebene, ne? Zucker. Mhm. Das sieht jetzt schon richtig schön aus, Reza. Ja. Kompliment dafür. Aber jetzt geht's mit dem Hähnchen los. Wir fangen an, die Marinade zu machen. Das ist die Gewürzmischung. Ja. Machen wir den Zitronensaft rein. Öl rein. Und unsere Senfchen rein. Ist das jetzt, muss das so reichen? Ja. So, machen wir dann frisch geschnittene Ingwer rein. Knoblauch rein. Ah, herrlich. So, und nehmen ein paar Zweige von unseren Kräutern hier. Drücken das ein bisschen zusammen. Machen es rein. So. Lorbeerblätter. Zitronenschale. Von Bio-Zitrone. So, ich mag es ein bisschen zitroniger. Ja. Ich werde mal eine halbe Zitrone dazu pressen. Und wir mischen das jetzt so lange, bis es diese cremige Masse dann entsteht. So, dann machen wir den Hähnchen jetzt da rein. Anmassiert mit dem Gewürzmischung und Marinade. Und auch wo und man unter dem Haut geht und im Innenbereich sowieso, das füllen wir auch sowieso mit den Kräutern, restliche Kräutern und Co. Ah, du gehst jetzt damit quasi auch unter die Haut. Genau, genau. Ja. So, und wir können jetzt hier, um das ganze Kräuter drinnen zu behalten, ja, machen wir hier in den Ecken zwei. Zwei kleine Einschnittlöcher? Genau, mit einem spitzen Messer, der nicht so vielleicht breit ist. Und tun die Keulen da ranhängen. Machen wir die Keulen rein. Der wehrt sie noch ein bisschen. Ja, aber das kriegen so, wir so, jetzt perfekt. So, die Flügel packen wir hin rein. So. Hähnchen ist bereit, kommt gleich in den Ofen. Vorher hast du jetzt aber ein bisschen Zwiebeln und Karotten geschnitten und auch wieder ein paar Kräuter vorbereitet. Ja. Was passiert mit denen? Damit wollen wir jetzt eine sozusagen Sud machen von dem Hähnchensaft. Den stellen wir unter dem Hähnchen im Grill. Jetzt können wir unsere leckere marinierte Hähnchen im Ofen reinmachen, auf dem Rost oben. Na? Dann hast du das Restliche, was in der Schüssel war, mit Wasser noch ein bisschen. Ja. Und den Sud mit ins Gemüse rein. Richtig. Sehr schön. Und das packen wir unter dem Hähnchen hier. So, das ist ein Saft. Das lagert quasi mit, der Hähnchensaft tropft da rein. Genau. Und das Hähnchen bekommt auch durch die Flüssigkeit. Richtig, und wird ja schon zart, verstehe. Ja. 1,5 Stunden, 200 Grad. So, das Hähnchen ist im Ofen, brutzelt vor sich hin. Jetzt kommen wir zum Krautsalat oder wie der Fachmann sagt, zum Coleslaw. Coleslaw. Dazu brauchen wir das Wichtigste, ne? Wird ganz fein gerieben. Also feinste Streifen die man kriegen kann. Ganz wichtig ist, wir machen es immer so, dass wir den Krautsalat über Nacht, also mit Salz vermischen und über Nacht stehen lassen. Alles klar. Okay. Und wir haben ja da mal was vorbereitet, ne? Ja, da haben wir dann. Das haben wir dann schon gestern so vorbereitet für heute, dass wir es marinieren können. So, machen wir Pfeffer rein, ja. Salz, Zucker, die geriebenen Möhren, genau, und Mayonnaise. Und hier kommt Buttermilch, Sahne.
Herrlich. So. Jetzt machen wir die Marinade und mischen es dann. Und jetzt wird Handeinsatz gefragt. Genau. Oder? Und danach lässt man es auch am besten ein paar Stunden ruhen. So, lecker. So, den Krautsalat haben wir. Wollen wir gucken, wie unsere Hähnchen gleich dann aussehen? Dann gucken wir noch mal, wie das Hähnchen aussieht. So. Großartig. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Die Kräuter, das Fleisch, es sieht fantastisch aus von der Farbe. Ja. Es riecht umwerfend. Schon saftig, Kräuter. Die Zitrone ist auch noch heil da drin, sehr schön. Ich krieg mal den Teller. Ja, mal. Guckt sensationell. Und jetzt der Moment, auf den ich so lange gewartet habe. Reza, mal gucken, was du hier gezaubert hast. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schieb mal zur Seite mal kurz, dass du richtig ran kannst. Dann schauen wir mal. Oh, das ist so schön zart. Oh, richtig schön saftig. Reza, ganz ehrlich, das ist das leckerste Hähnchen, was ich jemals gegessen habe. Das wirklich freut mich, ja. Ich habe Tränen in den Augen. Also sehr lecker. Der Coleslaw. Mmh. Fantastisch. Und vielen Dank, Reza. Ich freue mich, ja. Viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Danke dir. So, ich weiß nicht, was mit euch ist, aber das ist jetzt meins. Yeah.